Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der PES 2020 Trainerkarriere mit dem FC Bayern München. Es geht wieder los, ich bin gespannt, Trainerkarriere bei PES, das habt ihr gefeiert, gefordert. Ich feiere es auch, ihr könnt gerne mal rechts und beim abstimmen, wie häufig ihr das sehen wollt, wie geil ihr das findet, würde mich mal interessieren und auch freuen. Das Video heute wird wahrscheinlich eher später abends rauskommen, denn das ist zeitlich bei mir alles mit der Schule und so immer noch stressig. Dementsprechend wird das wahrscheinlich bei mir in nächster Zeit häufiger so sein, dass die Videos eher abends kommen. Aber damit könnt ihr, denke ich, leben, denn Videos werden kommen. Das ist schon mal das Geile. Leute, in der letzten Folge habe ich beide Spiele verloren. Rechts oben beim i die Folge mal verlinkt. Ich habe beide Spiele einfach verloren, was absolut crazy einfach ist. Ich höre übrigens keinen Spielsound, da muss ich gleich mal was ändern. Das wollen wir heute nicht tun, denn wir haben zwei absolut wichtige Spiele vor uns. Das hier ist jetzt nämlich DFB-Pokal, heißt, wenn wir verlieren, sind wir raus. Und danach haben wir noch ein Champions-League-Spiel. Also auch da müssen wir gucken, dass wir gewinnen. Ich kümmere mich mal kurz um den Spielsound und dann habe ich noch was Kleines zum Ankündigen. Leute, die PlayStation, die saugt gerade extrem viel Luft an. Ich hoffe, das hört man nicht so auf der Aufnahme. Ich habe, wie gesagt, was Kleines zum Ankündigen und dafür spiele ich mal kurz was ein. Stopp! Du hast Bock, gegen mich FIFA oder PES zu zocken, beziehungsweise mit mir aufzunehmen? Dann hast du Glück, denn ich plane ein Adventskalender-Community-Projekt, wo ich 24 Tage gegen euch zocken, beziehungsweise mit euch aufnehmen werde. Dafür musst du dich einfach bei Instagram bei mir bewerben. Mein Instagram ist hier eingeblendet, mike_let's_play. Dort musst du mir dann Minimum eine, höchstens drei Audios senden, wo du einfach ein bisschen was über dich erzählst und auch vielleicht dein Equipment, was für ein Mikrofon du hast, ob du vielleicht einen YouTube-Kanal hast oder einfach nur so gegen mich zocken möchtest. Einfach was ihr wollt und dann nehmt ihr quasi schon teil und ich werde mich dann bei euch melden. Wäre cool, ich würde mich freuen. Ein paar Plätze sind noch verfügbar. Beeilt euch, die gehen schnell weg. 24 Leute nur. Ich bin gespannt und freue mich auf euch. Bewerbt euch, let's go. Ja, und das Ganze, das ist tatsächlich auch in PES möglich. Also entweder PES auf der PS4 oder FIFA auf PC oder PS4, je nachdem, was ihr da habt. Da könnt ihr euch dann einfach bewerben, wie habt ihr ja gerade gehört. Und würde mich echt freuen, wenn ihr daran teilnehmen könntet. Jetzt haben wir lang genug geschnackt, jetzt haben wir ein wichtiges Spiel hier vor uns. Das müssen wir jetzt gut bestreiten. Ich habe lange kein PES mehr gespielt, aber das spielt keine Rolle. Jawohl! 1:0, Philipp Coutinho. So will ich das sehen. Eins-null, 18. Minute, nice one. Lewandowski. Mann. Ja, Kimmich setzt sich da gut durch. Spielt auf Gnabry auf den Außen. Der kann ihn dann nicht mehr ganz reinbringen. Ich habe übrigens zwei Taktiken mir erstellt. Ich habe mir eine zweite Taktik erstellt. Dass, wenn ich merke, ich komme mit meinem ballbesitzspielenden Fußball nicht voran, dann kann ich ein bisschen auf Pressing, ein bisschen auf Konterspiel setzen. Das habe ich umgestellt, aber ich komme mit meinem Ballbesitzspiel hier gerade gegen Freiburg gut voran. Zweites Tor für Bayern, zweites von Coutinho. 2:0 nach, glaube ich, 33 Spielminuten. Sauber. Ein Kopfball von Coutinho. Kann man machen. Starker Schuss. Zwei wunderbare Tore. 33. Minute habe ich recht gehabt. Perfekt. Was zum Adventskalenderprojekt noch zu sagen ist, ist, dass ihr das sowohl natürlich mit einem guten Mikrofon, aber auch mit einem ganz normalen Headset machen könnt. Also ihr braucht da jetzt nicht das beste Equipment, halt die passende Konsole, PS4 am besten, und dann sollte das Ganze laufen. Ihr braucht theoretisch nicht mal
PES auf der PS4 und könnt mit mir PES zocken. Also das reicht, wenn ich das hab. Also überlegt euch das mal. Ein paar Plätze sind noch frei. Ich würde mich echt freuen, wenn ihr euch bewerben könntet. Lewandowski oben ist wieder Coutinho. Dieses Mal hält der Torhüter. Halbzeit. 2:0, zweimal Coutinho. Kann ich nichts gegen sagen. Wir sind die bessere Mannschaft, haben uns zum Glück auch belohnt, was oft nicht der Fall ist. Also wir sind oft die bessere Mannschaft, machen aber die Tore nicht. Dieses Mal haben wir 2 gemacht und das ist absolut in Ordnung. Durch sind wir natürlich damit noch nicht, aber es ist schon mal auf jeden Fall wichtig. Lewandowski. Ach, Dreck, jetzt wusste ich nicht mehr, was ich machen sollte. Er hat mich die ganze Zeit bedrängt und geschubst und was weiß ich was. Hatte zwar schon auf Schießen gedrückt, aber dann war mir der Winkel zu spitz, dann wollte ich es irgendwie abbrechen mit dem Schießen, dann habe ich es komplett verkackt. Also, ja, gut gemacht vom Verteidiger, so hat er mich auf jeden Fall nicht zum Schuss kommen lassen. Scheiße, dass ich mich da so aus der Geduld bringen lassen habe. Guter Schuss von Cuisson. Oh, Mann. Das ist genau das, was ich damit meine. Wir sind noch nicht durch. Das ist oft so, vor allem im Pokalspiel, dass die Gegner zurückkommen. In PES ist das oft so, dass die Gegner gut zurückkommen. Aber jetzt vor allem im Pokalspiel musst du echt ganz, ganz gewaltig aufpassen. Ja, nicht sonderlich gut verteidigt. Kopfballduell nicht gewonnen. Und damit steht es 2:1. Wieder ganz knapp. Oh, das gibt's nicht. 2:2. 2:2 erzählt. Ich war mir kurz nicht sicher, aber erzählt. Das ging schnell. 60. Spielminute, Nils Petersen. Und schon steht es 2:2. Lewandowski, das gibt's nicht, dass der nicht drin ist. Unfucking Fatspur. Boah, da nehmen sie mich schon wieder hoch. Neuer kommt da sehr weit raus, aber das war gar nicht schlecht. Sehr schön. Ganz, ganz stark von Kimmich. Das war ultra, mega, super wichtig. Pass kam ein bisschen spät auf Lewandowski. Der macht aber noch das Beste draus. Nur, dass der Pass dann scheiße kommt. Neuer. Neuer ist da. Man sieht gerade, dass Freiburg hat gerade alle Balken nach oben. Mir ist das noch gar nicht aufgefallen, aber die haben alle Balken nach oben. Das heißt, wir haben eventuell Platz bei denen. Aber die kommen halt auch mit allem, was sie haben. Das ist echt schrecklich gerade. So, ich habe mal umgestellt auf meine Taktik, wo ich eher ein bisschen konter und habe meinen Angriff auch ein bisschen ausgewechselt. Das heißt, theoretisch könnte es jetzt sein, dass wir das zu unseren Gunsten ausnutzen, dass die so weit vorne stehen. So, jetzt auch die Wechsel dann endlich. Jetzt wird es natürlich ganz heiß. Entweder meine Taktik plus die Wechsel funktionieren oder wir kassieren gleich noch ein Tor. Verlängerung wäre auch nicht so geil. Und Perisic! Einer der Eingewechselten. 3:2. Wir gehen wieder in Führung. Das heißt, Niederlage sieht schon mal nicht danach aus. Verlängerung kann noch kommen. Ein Sieg wäre natürlich das Beste. War nicht perfekt ausgespielt, aber es reicht für das Tor. 3:2. Und Perisic. 4:2. Das ist die Entscheidung. Gerade eingewechselt. Meine Taktik ist aufgegangen. Die anderen stehen natürlich sehr, sehr weit vorne. Deswegen haben wir da Platz. Und mit den neu eingewechselten Leuten Coman, Müller und Perisic und dann dieser relativ konterlastigen Taktik funktioniert das dann ja perfekt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und der nächste, Tolisso. Jetzt machen wir sie fertig. Das ist die absolute Entscheidung. Aber wer dann so offensiv steht gegen die Bayern, muss auch irgendwo damit rechnen, dass man dann die Tore kassiert. Gut, sie haben auch die 2 Tore gemacht und sind damit, haben ja damit ausgeglichen.
Hätten sie das nicht gemacht, hätten sie ja wahrscheinlich auch verloren. Aber sie hätten dann halt irgendwie wieder zurückschrauben müssen. Weil so kassieren sie ja jetzt richtig. Das ist ja absolut bescheuert gewesen. Vorbei ist es immer noch nicht. Auch Coman trifft nochmal. Kingsley Coman 6 zu 2. Einen so hohen Sieg hatten wir lang nicht mehr. Das ist krass. Letzte Folge zweimal verloren. Insgesamt in der ganzen Folge ein Tor geschossen. Und jetzt haben wir innerhalb von, ich glaube, 8 Minuten, ja gut, plus Nachspielzeit, sagen wir mal 10 Minuten, haben wir 4 Tore gemacht. Ja, das kann man auch mal machen. Weiß nicht, was sich Freiburg dabei gedacht hat. Das Spiel ist aus. Wir sind auf jeden Fall eine Runde weiter. 6 zu 2. Dafür erstmal eine Bewertung da lassen, Leute. Dankeschön. 6 zu 2. Eintracht Frankfurt, Hoffenheim 1 zu 0. Leverkusen gegen Köln 1 zu 0. Augsburg gegen Gladbach 4 zu 2. Auch gut, krass von Augsburg. Dortmund verliert gegen Düsseldorf mit 0 zu 1. Sind damit ausgeschieden. Genauso wie Bremen gegen Schalke 0 zu 2 verliert. Leipzig im Elfmeterschießen 4 zu 3 gegen Mainz. Und Hertha BSC gegen Wolfsburg 0 zu 2 verloren. Krass, also wir haben auf jeden Fall einen ordentlichen Sieg hingelegt. Ich hatte kurzzeitig dran geglaubt, dass die hier sogar vielleicht den Siegtreffer machen, die Freiburger, beziehungsweise wir in die Verlängerung müssen, aber dafür haben wir dann schon nochmal ordentlich aufgedreht. Kann man auf jeden Fall mal machen. Wir gehen in Kapitel 2, die Kaderrotation. Die Aufstellung mit Cuisson hat sich bezahlt gemacht, war nicht die beste Aufstellung, aber sie hat zum erfolgreichen Sieg geführt. Ja, der Sieg hat gezeigt, dass wir hier einen guten Kader haben und wir natürlich auch mit nicht den besten Spielern auf dem Feld das dann trotzdem gewinnen können. Wobei es natürlich echt gute Spieler waren. Ja, wir hatten die Tore gemacht, zweimal Perisic, zweimal Coutinho. Also wenn das nicht gute Spieler sind, dann weiß ich auch nicht. Da war schon einiges Brauchbares dabei. So, die Bayern laufen in der Allianz Arena auf gegen Club Brügge. Das wird gespannt. Das wird gespannt, ich bin gespannt, das wird bestimmt spannend. Ja, ich will natürlich ja auch einen Sieg, auch wenn das kein 6 zu 2 wird. Ja, mal gucken, vielleicht ja, weiß ich nicht. Oh, Lewandowski! Dritte Minute an die Latte. Und Kingsley Coman in der 5. Minute mit dem Tor. So schnell kann es gehen, was ist denn hier in dieser heutigen Folge los? Letztes Mal mit dem gleichen Schwierigkeitsgrad am Verzweifeln gewesen. Und jetzt 6 zu 2 gegen Freiburg und dann hier in der 5 Minute das 1-0. Ist natürlich noch lange nichts durch, hier noch lange nichts geschehen. Aber das heißt schon mal was Gutes. Wir haben schon 7-mal die Torhymne heute gehört. Kann gerne so weitergehen. Schwierigkeitsgrad wird übrigens nicht hochgestellt, nur weil wir jetzt mal gut sind, weil ich ja genau weiß, dass ich auf dem gleichen Schwierigkeitsgrad auch sehr, sehr schwierige Spiele dabei habe und auch schon mal verloren habe. Schon ein paar Mal. Also ist halt gerade eine gute Phase von den Bayern. Oh, man sieht, dass hier noch lange nichts vorbei ist. Auch ein Lattentreffer für Brügge, Tolisso lässt den Ball da aus den Augen. Dann gibt es den nächsten Kopfball. Und Pfosten. Der dritte Aluminiumtreffer im ganzen Spiel. Zwei schon auf unserer Seite. Thomas Müller. Thomas Müller, diesmal der Torwart. Ja, 1-0 Halbzeit. Es ist viel passiert. Wir sind hier noch deutlich besser, finde ich, als gegen Freiburg gerade. Ja, wir haben viele, viele gefährliche Chancen, die leider Gottes nicht drin sind. Da hätten wir auch schon 2-0 führen können, vielleicht sogar müssen, ich weiß es nicht. Es könnte uns halt hinterher zum Verhängnis werden und das wäre richtig, richtig schade. Das wäre richtig wichtig, nämlich hier zu punkten. Und da ist es, jawohl, Thomas Müller macht das 2-0. Das ist ganz, ganz wichtig und es ist auch verdient. Nice. Tolisso spielt auf Coman und der
auf Müller, der läuft sich ein Stück nach unten frei und macht ihn dann rein. Wunderbar, 53. Minute, 2:0. Schön von Kimmich. Ja, wir sichern da schon gut ab und deswegen bin ich auch fest davon überzeugt, dass wir das Spiel gewinnen. Es sind wichtige, sehr, sehr wichtige 3 Punkte. Vor allem, weil wir ja letztes Spiel in der letzten Folge gegen Ajax hier in der Champions League verloren haben. Umso wichtiger ist es, dass wir jetzt wieder punkten. Das war abseits, glaube ich. Ja. Mal gucken, wir wechseln mal Cuisson aus, bringen mal Thiago und dann schauen wir mal, wie es hier noch ausgeht. Aber ich denke, dass es beim 2:0 bleiben wird. Außer wir machen wieder in den letzten 10 Minuten irgendwie 4 Tore. Ja, tatsächlich. Tatsächlich gibt es noch eins. Wir fangen wieder an in den letzten 10 Minuten. Corinthians natürlich so macht es das 3:0 und damit ist der Sack endgültig zu. Da geht nichts mehr. Club Brugge hat sich zwar angeschränkt, das muss man schon ehrlich sagen, ehrlich zugeben, aber irgendwie ganz gefährlich, wie gesagt, sind sie nicht geworden und jetzt haben wir dann wieder mal den Sack zugemacht. Coutinho eingewechselt mit einem wunderbaren Pass auf Tolisso. Und Kimmich macht das da oben gegen seinen Gegenspieler immer wieder richtig, richtig gut. Der Pass zwar nicht perfekt, aber das spielt dann im Endeffekt keine Rolle. So gut da hinten, das verzeihe ich ihm. Und da gibt es tatsächlich noch mehr als das 3:0. Ivan Perisic, 4:0. Yes! Das ist echt geil. In den letzten 10 Minuten werden wir offensichtlich immer gefährlicher. Hat er auch abgefälscht? Ich weiß es nicht. Aber das ist gut zu wissen, dass wir in den Schluss 10 Minuten gefährlich sind. Können wir nochmal gucken, ob er abgefälscht war. Ne, ich glaube doch nicht. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ein wunderbares Tor. Tolisso darf raus. 4:0. Damit ist alles, aber wirklich alles, entschieden. Und damit ist es aus. Damit haben wir in dieser heutigen, ich weiß nicht wie lang sie ist, 12, 13, 14-minütigen Folge, haben wir 10-mal die Torhymne gehört. 10 Treffer haben wir gemacht. Und nur 2 kassiert in 2 Spielen. Kann man mal machen. Nächste Folge geht es dann weiter mit der Bundesliga. Da bin ich auch mal gespannt, wie das dann da weitergeht und wie das da läuft. Die Ergebnisse lese ich jetzt nicht alle vor. Jedenfalls sind wir, ich denke, sicher durch die Gruppe durch. Ajax durch den Sieg gegen uns, vor uns tatsächlich. Aber Club Brugge sowie Kiew, beide nur mit 1 Punkt. Da fehlen 5 Punkte und wir haben, glaube ich, noch 2 Spiele. Also das ist echt unwahrscheinlich, dass wir das hier noch verkacken. Sicher durch sind wir offensichtlich nicht, aber ja, das ist trotzdem relativ unwahrscheinlich. Wir spielen in der nächsten Folge gegen Hoffenheim und gegen Union Berlin. Bin ich gespannt und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir da. Schaut auf jeden Fall bei der nächsten Folge vorbei. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.